Einen herzlichen Willkommensgruß an alle Zuschauer. Wir melden uns zurück jetzt zum Meisterschaftsfinale gegen Schachtja Donetsk. Wenn man auf die Tabelle guckt, ist das ein relativ eindeutiges Ding zurzeit. Ich habe jetzt die ganze Zeit simuliert bis März, weil jetzt glaube ich knapp 4-5 Monate, deswegen dauerte das jetzt auch ein bisschen, bis die nächste Folge rauskam, weil ich das immer so ein bisschen stückchenweise gemacht habe, mich ein bisschen umgeguckt habe, noch auf Transfers reagieren musste, weil doch tatsächlich in der Transferphase viele Anfragen an unsere Spieler kamen. Wir haben uns getrennt von ein oder zwei Jungs, glaube ich, muss man gerade schauen. Transferchronik. Ne, nur einer, Maxim Basov, genau, unser Stürmer, für 1,5 Millionen und haben dafür Rivaldinho, 440, K geholt und Luis Henrique. Beides hier was wieder Brasilianer, Rivaldinho, der Sohn von Fußballlegende Rivaldo. Super Spieler, variabel einsetzbar vorne drin. Und Luis Henrique ist für den ein oder anderen FM-Spieler im Begriff, ist ein brasilianisches Talent. Auch genial, direkt mit 1,3 Millionen Marktwert für uns. Auch im ersten Spiel direkt 2 Tore gemacht, also eine deutliche Verstärkung. Von daher sind wir da gut unterwegs jetzt. Haben super Geld eingenommen, wenig ausgegeben. Hab mich da halt so ein bisschen orientiert. Bei dem Luis Henrique ist der Vertrag ausgelaufen. Und ja, der Rivaldinho stand halt auf der Transferliste, weil der Vertrag auslaufen sollte im Sommer. Ja, und jetzt haben wir im Winter halt für günstiges Geld bekommen. Zu den Ergebnissen. Alles standardgemäß wieder gewonnen. Auch das erste Ligaspiel. Ihr wart ja zuletzt gegen Kiew dabei. Danach die beiden Spiele auch ohne Probleme wieder gestaltet. Die Testspiele alle gewonnen. Also das ist hier eine rundum gelungene Saison bis jetzt mit einer Niederlage im ganzen Kalenderjahr. Das eine Spiel machen wir jetzt noch. Danach müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Pokalspiel auch noch sehen wollt. Ansonsten simuliere ich die Saison zu Ende und melde mich dann wieder, wenn es was gibt. Weil es macht keinen Sinn, hier die beiden Spiele dann nochmal zu zeigen. Aber ich denke mal, das Pokalspiel könnte interessant werden. Und dann geht es ja mit dieser Meisterschaftsrunde, glaube ich, nochmal weiter. Das würde ich dann wieder simulieren. Aber heute nochmal hier der Kracher. Deswegen will ich da keine Zeit verschwenden, dass wir auch direkt reinstarten. Wir spielen zu Hause. Wir spielen, hoffe ich, unverändert, weil wir so ganz gut funktionieren. Achso, wir haben noch einen Transfer, den ich euch vergessen habe zu zeigen. Aus Uruguay, ein Jugendspieler, den ich entdeckt habe. Ziemlich stark, finde ich, für 16. Also mit gut ausgestatteter Physis und mentalen Werten. Konnten wir den verpflichten, ablösefrei, ganz normal, einfach einen Profivertrag angeboten. Ich habe den beim Youth Intake entdeckt, in Uruguay, ja, als Rechtsverteidiger und direkt mal zack, zugeschlagen. Ich lasse momentan noch Juk spielen, einfach aus dem Grund, weil die Jungs hier eingespielt sind. Jetzt gegen, wie heißt es? Gegen Schacht, ja. So. Der Torwart darf nicht mit, so war das. Schumann ist auch gesperrt, genau. Greift dafür auf den Platz. Ich habe da die Aufstellung soweit schon gemacht. Ja, gehen wir rein. Hoffen wir, dass wir es gut hinbekommen. Auf geht's. Ja, bin nicht ganz so optimistisch aufgrund der Umstellung hier jetzt. Ja, Stammlinksverteidiger fällt aus, Stammzentraler Spielaufbauspieler. Ja. Oh mein Gott, den wollte ich mir mal anschauen hier. 22, super Spieler auch. Cool. Also, ich würde gerne nach der Saison wechseln, habe ich so für mich selber entschieden. Ich möchte mit Mentalist nicht die Champions League attackieren, weil ich denke, dass der Kader noch viel zu schwach dafür ist. Um da irgendwie sagen zu können, yo, da geht was. Ich denke auch, wir werden nicht so viel Geld kriegen, dass sich das lohnt. In der Ukraine ist das Preisgeld nicht so gut. Ich werde gucken, was möglich ist an Angeboten, damit wir auch ein bisschen wieder was Neues haben, weil irgendwie, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt.
dass das jetzt alles so geschmiert läuft, finde ich für mich persönlich sehr unattraktiv. Das reizt mich halt nicht mehr. Hier ist jetzt schon das 9 plus Ultra erreicht mit der Meisterschaft. Und dementsprechend würde ich gerne eine neue Herausforderung suchen, muss ich gestehen. Um mich selber nochmal so ein bisschen wieder zu motivieren. Weil ich denke, dass das schnell langweilig wird. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier zusagen würde, wenn jetzt, sag ich mal, Schachtel oder Kiew mir ein Angebot machen würden. Grundsätzlich schon, weil es in der Realität halt total sinnvoll wäre, ne? Weil du als Aufsteiger so eine grandiosen Dings da hinlegst und wenn es dann in Kiew oder in Schachtel nicht so gut läuft, dass du dann die erste Wahl bist nach so einer, nach so einem Auftritt da in der Ukraine. Das würde schon durchaus Sinn machen. Krass, eine halbe Stunde gespielt, noch gar nichts passiert. Kein Schuss aufs Tor, null. Jetzt kommt was. Cipriano. Legt ihn mal nach innen. Henrique steht da. Oh, klasse gehalten von Piatow. Der hätte auch einschlagen können. Ja, dementsprechend gehen da momentan meine Tendenzen zu einem Vereinswechsel hin. Ich muss gar nicht mal wieder in so eine Profiliga. Ich würde auch wieder einen interessanten kleinen Verein übernehmen. Ich würde mir da was rauspicken. Wir können nach der Folge mal gemeinsam schauen. Oder schreibt mir mal in die Kommentare, in welches Land ihr mal gerne gehen würdet, was ihr gerne mal sehen würdet. Das würde mich mal auch interessieren, dass wir so ein bisschen gemeinsam arbeiten. Mich würde halt wieder so ein kleinerer Verein reizen, irgendwo in der dritten Liga oder so. Ein ehemaliger guter Verein, den wieder aufzubauen oder irgendwie einfach ein spannendes Projekt. 1:0, Fernando Madeiros an der Stelle. Schöner Fernschuss mit links, vierte Saisontorvorlage, kam von Marquinhos Cipriano. Ja, aber ich lasse mich da auch überraschen, weil andererseits ist mir das Team schon ans Herz gewachsen. Es macht ja auch Spaß, erfolgreich zu sein. Aber mittlerweile, ja, kann man es vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Also wenn du jetzt Kiew und Schacht ja auch noch so schlägst. Ja. Du bleibst halt auf lange Distanz dann in der Rolle eventuell, ne? Das ist dann wiederum auch wieder eine Herausforderung, ne? Das dann auch zu bestätigen vielleicht. Weil die Spieler wecken Begehrlichkeiten, die Spieler dann wieder zu ersetzen und so. Es gibt viele Wege, das jetzt anzugehen. Ist jetzt die Frage, ob wir das so angehen, dass wir den Verein aufbauen oder ob wir es so angehen, dass wir unsere Karriere ein bisschen Journey-mäßig handhaben. Da dürft ihr mitentscheiden, da erwarte ich bitte auch Antworten zu. Da würde ich mich drüber freuen, wenn wir viele Stimmen haben, die uns was dazu sagen, wie ihr das Ganze gestalten würdet, wie ihr das sehen möchtet. Ich habe im Ohr noch, dass der Stefan und der Niklas sagen, bleib da, mach die Champions League, sorg für Furore. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Spieler uns verlässt. Einfach, weil er mehr will, weil er mehr kann. In dem Sinne. Dass wir Probleme im Mannschaftsgefüge kriegen, wenn wir denen das verweigern. Ich sag mal so ein Fernando spielt die Saison seines Lebens gerade. Und wenn da jetzt ein Angebot kommt, keine Ahnung, von Borussia Dortmund oder Bayern München oder aus England, der will weg, der bleibt nicht bei uns, ne? Und das ist halt das Ding, so, dann wieder Ersatz zu finden, der so einschlägt, schwierig, glaube ich. Ja, und ich weiß halt nicht, wie hoch der Reiz da für mich ist. Hier, der Ronaldo gefällt mir auch richtig gut, ey. Beide Innenverteidiger richtig gut. Also das Team ist mir schon sehr ans Herz gewachsen, wie ich schon gerade eben erwähnt habe. Also viele coole Spieler mittlerweile, die ich echt feier. Na, wir haben schon was aus der Truppe hier gemacht. Wenn man das so sieht, ne? 14 Punkte jetzt Vorsprung. Tyson, schön den Ball erobert. Wieder der lange Ball hinter die Abwehr. Henrique kriegt den nicht. Bleibt aber drauf, macht ein Pressing. Piatow mit dem langen Ball. Obanor holt den da schön im Zweikampf. Oh, Madeiros, schade.
Aber da sieht man mal ganz klar die Taktik, ne, die ich da so ein bisschen instruiert habe. Den Langball nach vorne, wenn der nicht ankommt, auf den zweiten Ball Druck machen, damit die Langbälle kommen und dann mit dem Kopfballtier da den Obanor die Dinger gewinnen. Also das geht schon echt gut auf. Was war denn das jetzt? So, Spielzeit für den Spielerwechsel. Beide Stürmer heute schlecht, deswegen beide raus. Und dann lassen wir es erstmal so. Doppelwechsel im Sturm einfach mal. Trankowski, Schlenzer, Tor. 1:1. Schönes Ding, aber da hat er auch viel zu viel Platz. Verstehe ich nicht. Hier stehen jetzt drei Leute. Er geht drauf, er guckt jetzt zu. Hier ist keiner, da müsste sich auch einer hinorientieren. Er ist zu langsam. Und dann der schöne Schlenzer da. Ins lange Eck. Ich stelle mal jetzt auf Offensiv hier. Ich bin zu Hause. Zurufe. Werdet kreativer. Freistoß in die Mauer. Konoplyanka tritt Tyson aus dem Hintergrund, legt nochmal schön rüber auf Konoplyanka, der nicht im Abseits stand. Ich dachte erst, weil es so verzögert war. Ah ja, ja, jetzt könnte es spannend werden. Hier, geh doch mal dran da. Verstehe ich nicht. Schöne Balleroberung und jetzt Kontersituation für uns. Schön rübergelegt. Madeiros jetzt wieder. Oh, klasse gesehen. Lukanov, der Joker, sticht. Sehr schön. Stellen wir wieder auf ausgeglichen jetzt. Fantastisch ausgespielt von unserer Mannschaft. Juk, der das hier auch gut macht. Gegner aussteigen. Und dann das klasse Auge von Madeiros auf Lukanov, der einfach vollstrecken kann. 2:1. Führung jetzt gegen Schachtja. Madeiros sieht müde aus. Jo. Rolitschenko oder Recife? Machen wir Recife. Fernando. Madeiros kann echt mit Standing Ovations vom Platz verabschiedet werden. Hat das klasse gemacht. Boah, klasse Tor. Eugen Konoplyanka. Sensationelles Ding. Jo. Wir gehen nochmal auf Offensive jetzt. Zurufe mehr fordern. Ja, da konntest du jetzt wenig machen. Das schleicht sich hier im Rücken weg. Klasse Ballannahme im ersten Kontakt und dann das Ding sauber reingeverwandelt. Da sahen wir nicht so gut aus. So, wir könnten vielleicht nochmal was hier schrauben an der Taktik. Ihn als Knipser und ihn immer hängend reinbringen. Und ihn als Carrillo, dass er die Bälle nach außen wegbringen. Mal gucken. Besorgt, besorgt. Zeigt Leidenschaft. So, letzte Spielminute läuft offiziell. Wir gehen in die Nachspielzeit. Ballbesitz für Schachtja. Gelingt einem von beiden jetzt der Lucky Punch. Lorente, Juk. Langer Ball, Lukanov. Wird abgegrätscht. Das sah für mich nach einem Foul aus. Jawohl. Wird aber nicht geahndet. Mal Kajoda und Lorente spielen noch da. Und wieder Freistoßsituation. Konoplyanka auf Ismailiani. Abgegrätscht Ronaldo, der den langen Ball nach vorne schlägt. Ich glaube, das war's jetzt. Schlusssequenz. Lukanov, Fernando. Greif.
sehr schön. Gut. 2-2. Man kann nicht immer gewinnen, schon gar nicht gegen den Rekordmeister der letzten Jahre. In Ordnung. Wir halten unseren Vorsprung, darauf kommt es an. Und Kiew gewinnt auch 4-2, dann ist Kiew wieder Zweiter. Wir sind bei 12 Punkten Vorsprung, das sollte ja genügen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich würde mich freuen, wenn es was Schönes zu berichten gibt von eurer Seite. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Zukunft seht, welche Spiele ihr als nächstes sehen möchtet. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Bis dann, euer Loks.